Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute will ich mal Capri-Sonne probieren. Und zwar habe ich diese drei Sorten für 59 Cent pro Stück von Netto bekommen. Da haben wir einmal Orange Peach, einmal Multivitamin und einmal Mango Maracuja. So. Könnt ihr euch hier mal die Nährwerttabellen auch mal angucken. So, ich habe die ganzen jetzt im Kühlschrank gehabt. Sie sind schön kühl. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, welche mir am besten schmeckt. So. Hier haben wir einmal Orange Peach. Also Orange mit Pfirsich. Denn Maracuja, Mango. So, und zu guter Schluss haben wir hier noch Multivitamin. Ja, das ist ein bisschen heller, das Multivitamin. So, mal gucken, ob ich alles so drauf kriege. So, also am dunkelsten ist Mango Maracuja, dann kommt Orange Peach und dann Multivitamin. So, wollen wir erstmal mit Orange Pfirsich anfangen. Ja, der Pfirsichgeschmack, der ist ziemlich extrem. Orange nicht so, aber der Pfirsich schmeckt ganz gut. Fruchtgetränk, Orange und Pfirsich mit 10% Fruchtgehalt. Gut, wollen wir mal Mango Maracuja probieren. Ja, schmeckt auch sehr, sehr fruchtig. Fruchtgehalt davon 3,4% Mango und 3,3%, was heißt das, Maracuja. Gut. Das sind also dann, ja, 6,7% und hier haben wir 10%. Obwohl das mehr Fruchtgehalt haben soll, ist dieses intensiver. So, und dann probieren wir jetzt noch mal Multivitamin. Ja, ehrlich gesagt, das schmeckt wie, ja, leichte Orangenlimonade, ziemlich wässrig mit 10% Fruchtgehalt. Ja, mag vielleicht sein, schmecken tut es danach nicht. Und
Ja, ich würde sagen, Orange Peach schmeckt am besten. Das ist am geschmackvollsten. Danach kommt Mango Maracuja. Das ist ein bisschen schwächer vom Geschmack her. Und ganz, ganz schwach ist natürlich hier dieses Multivitamin. Das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Weil ich kenne Multivitaminsorten, also die sind richtig, ja, die schmecken richtig gut. Aber das hier, das schmeckt so wie so eine ganz leichte, ja, Orangenlimonade. Mit ziemlich viel Wasser versetzt. Gut, so kann man sich täuschen. Okay, das war dieses Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.